Guten Tag miteinander, ich begrüße euch alle sehr recht herzlich in der Kantine, in der super Küche von Urs Zimmermann in Brienz. Und ich hoffe, wir können euch zwei, drei kleine Kunststücke für ganz spezielles Eierfärben zeigen. Danke vielmals. Jetzt wollen wir einen Vater oder zwei Väter. Steve hat gesagt, es wäre schöner mit zwei Väter oder drei Väter. Drei Fäden würde ich mal nehmen. So grünes Gras, oder? Das letzte Jahr noch grün gewesen. Und das kommt man über den Winter. Und dann wird das ganz schön wie trockenes Gras. Dann tun wir das da drum wickeln. Um sein, nicht zu fest, sonst geht es halt kaputt, hat Frau Wehrli gesagt. Oh, und jetzt hätten wir noch Vater, jawohl, dann nehmen wir einen Vater. Jawohl. Und jetzt tun wir hier ein wenig Faden drum. Fühlt sich wohl, ja. Jetzt kommt unser Stellvertreter hier, der noch begrüßen. Jetzt tun wir hier Faden drum. Das Gras muss ein wenig heben. Und dann sollte man das binden, aber wisst ihr, ich habe das nicht so gut. Und jetzt tue ich hier den Faden abschneiden, so. Und jetzt tut man hier den zweiten Faden und für die weiss dann nachher wie bingen. Genau. Ich hoffe, ich schaffe es heute auch wieder wie gestern. Haben wir schon 1000 gemacht. Ja, wir haben nur einfach mit etwa 1000 Eier geübt. Genau. Und seht ihr, das ist dann nachher so etwa. Aber das zeige ich euch dann noch. So. Jetzt ist der Faden drum und jetzt seht ihr, so, jetzt tun wir hier noch ein bisschen. Wo ist das denn? Jetzt tun wir hier noch ein bisschen Haar schneiden. So. Gehen wir noch ein bisschen zum Waffen, seht ihr? So, und jetzt, so, seht ihr das Ei aus, bevor es baden wird. Das tut dann ganz gerne baden in Masse, das Ei. Jetzt müssen wir aber arbeiten, jetzt können wir nicht mehr arbeiten. Liebe Hausfrauen und Innen, wenn ihr nicht gerade beim Kaffee seid, in der Beiz oder im Tierraum, dann zeige ich euch noch, wie man jetzt Ei fährt. Wir haben sie vorher ja gebunden, müsste gebunden im Faden. Mein Faden, der Steve Gerber, der Innenarchitekt von der Schweiz und Designer und Eierfärber neu, hat euch gezeigt, wie man das bindet. Und dann tun wir da die alte Zwiebelschinte, die haben wir hier gekocht. Und jetzt ist das eine schöne Farbe, so braunrot, violett, gelb. Und das haben wir gekocht, etwa 4 Stunden. Und jetzt haben wir hier auf dem 6, wisst ihr, so bei mittlerer Temperatur. Da haben wir, das ist noch so ein Abtropfbäckchen, wo wir Spaghetti kochen. Und jetzt tun wir hier die schönen Eile, schaut, so sieht das aus. Und jetzt tun wir hier da drin. Einfach so viel, das Ei, das Ei am Boden. Seid ihr nachgekommen? Sonst kann ich der Frau Wehrli noch etwas erzählen. Frau Wehrli ist unsere Altersheimleiterin, wisst ihr? Also, jetzt haben wir hier Eile drin, seht ihr? Das Eile. Und jetzt tun wir da, die Eile ins Wasser. Jetzt ist genau 4:10. Und jetzt tun wir die da rein. Und weil das grosse Eier sind, tun wir die genau 10 Minuten köcheln. Und dann solltet ihr dann nicht unbedingt mit dem kalten Wasser ab, weil sonst kann es brennen. Also, liebe Hausfrauen und Hausmänner. Jetzt ist es so, wir haben ja am 4:10 die Eier reingetan und jetzt ist es 8:10. Dann müsst ihr das genau am 5:30, also am 25:10 müsst ihr sie dann rausnehmen, sonst sind sie zählt. Ja, ich wollte nur das sagen. Aber bis dann könnt ihr noch das Kaffee nehmen oder mit der Freundin telefonieren, gell? Also, liebe Hausfraueninnen und Hausmänner, jetzt tun wir da. Seht ihr, die sind jetzt gekocht, seht ihr? Das ist ein ganz schönes Kochzeug. Jetzt haben wir da ganz sorgfältig. Müssen wir jetzt den Vater wieder aufschneiden. Weil sonst bringe ich es nicht ab. Aber sorgfältig, sonst machen wir das Ei kaputt, nämlich. Also, da auftun. Das geht nicht, wo jetzt geht es. Seht ihr, ganz sorgfältig. So. Und dann noch eines. Und dann kann man ja den probieren, den Faden runterzunehmen. Seht ihr. Und jetzt müssen wir waschen. So. Und jetzt seht ihr da Kunst.
Und wenn das fertig ist, dann tun wir nachher noch ein bisschen Salbe dran, wisst ihr, so ein bisschen, dass es glänzt. Also da kann man Fett nehmen, da kann man Butter nehmen, aber man kann auch ein Lümpli mit ein bisschen Öl, hat Frau Bärli gesagt, und dann kann man das abputzen und dann wird das glänzig. So, jetzt seht ihr, das ist unsere Ostereier, schaut. Ganz schön, nicht? Weiter eins, müsst ihr auch da liegen. So, liebe Hausfrauen und Hausmänner, und jetzt müssen wir das noch etwas probieren, was wir gemacht haben. Ganz schön. Seht ihr, es ganz schön. Also, Stich, komm, jetzt müssen wir doch ein bisschen. Okay, Spitz gegen Spitz. Ola! Für dich gegen für dich. Jetzt müssen wir noch schauen, ob die gut sind. Ja! Yeah. Freude Herz, sagt auch bei der Robi. Ja, das ist spannend. Perfekt. Liebe Hausfrauen, Hausmänner und die es noch werden wollen. So, jetzt kann man hier ein bisschen Seil aufnehmen. Nehmen, könnt ihr jetzt da. Seht ihr? Jetzt muss ich da euch zeigen. Das muss innen muss das noch ein bisschen weich sein. Das ist nicht gut. Hat Frau Bärli gesagt. Perfekt. Stiefs. Und schöne Ostern. Schöne Ostern wünschen wir. Und viel Glück.